Und er wunderschön zurück. Jetzt, so, wunderschön zurück. Ja, ich habe mal im Hintergrund mal ein paar Server neu gestartet. Also der mein Testserver hier und dann noch meine anderen beiden. Die haben nämlich ganz schön viel Arbeitsspeicher verbraucht. Vielleicht war deswegen die letzte Aufnahme so ein bisschen stockerhaft. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber er hat halt ganz schön oft was ausgelagert. Kann also durchaus sein. Ja, aber gut. Gucken wir mal. So. Ganz schön wenig draußen. Okay. Genau. Zum Dachboden haben wir jetzt alles. Können wir also direkt loslegen. Sehr schön. So muss das sein. Ja, dann können wir in den nächsten Folgen, in den nächsten Tagen, denn mal anfangen, da unser Weg zu den Feldern zu erweitern. Da wollten wir noch einen Steg hinbauen. Ja, gleich viel reaktionsfreudiger. Warum auch immer, dass jetzt miteinander einhergeht, ich habe keine Ahnung, aber er lagert jetzt auch nicht mehr aus. Also da war wirklich die Malte-Server im Hintergrund ein bisschen besiegt. So, den Weg da hinten, warum auch immer ich jetzt hier lang laufe, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall den Weg da hinten, den auf jeden Fall noch weiter bauen. Siehst du mal, siehst du, wieder ein bisschen hochstellen hier. So. Sehr schön. So, da hinten, da, ne, da noch weiterbauen, da wollten wir noch einen Steg bauen. Tja, und hier, da ernte ich euch mal. Ihr seid mittlerweile fertig. So. Tomaten brauchen ja sehr lange zum Wachsen, scheinbar. Während ja alles andere schon komplett fertig ist, können wir auch mal ernten. Denn die Tage, vielleicht morgen oder so, da haben wir zigtausend Felder und nutzen sie nicht mal. Das sage ich ja normalerweise, also für eine Privatperson zum Spielen ist das eigentlich viel zu viel schon. Hier bekriegst du eine gesamte Stadt in meinem Test satt. Naja. So. Rote Steine. Dankeschön. So, dann machen wir mal da und 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 da. Ach ja, Wände reinziehen, es gibt nichts Spannenderes. Vielleicht könnte ich auch so ein Fenster reinmachen, allerdings gibt es hier halt nichts zu sehen, außer die Rohre. Von daher, ich glaube mal, auch wenn es von außen ein bisschen langweilig aussieht, lassen wir es einfach so. Alles andere würde auf Dauer keinen Sinn machen. So, perfekt. Sieht doch gut aus. Ich glaube, wir hier offen lassen, ist natürlich eine andere Frage. Wenn nicht, hätte ich sowieso keine Materialien dafür bei. Fällt mir gerade ein. Scheiße. Ja, wie gesagt, ich lasse erstmal hier offen. Können wir später überlegen, ob wir hier noch irgendwie so ein was, wenn wir hier was hin machen, das dann darüber auch mit anbinden oder ob wir dann später nochmal zumachen, das Ding da. Weil eigentlich brauchen wir keinen Hinterausgang. Und sich nicht. Oder wir machen das so wie direkt am Spawn, dass wir hier so eine kleine Gleisanbindung bauen. Allerdings wüsste ich nicht, wie wir hier jetzt noch eine Gleisanlage unterbekommen. Weil das Gleis müsste dann ja hier irgendwie zu dem Hauptgleis aufschließen. Und hier eine Kurve bauen, nicht gut, obwohl es würde sogar funktionieren. Wenn wir hier eine Weiche hinbauen und dann quasi nach hier einen Abzweig bauen, da hinten hin. Dass quasi hier so ein Kopfbahnhof ist, der Zug fährt erst hier rein, bumm, fährt dann von hier aus ins Lager. Ne, das könnte man natürlich so machen. Doch, das würde sogar vom Radius her würde das sogar funktionieren. Oder halt von hier oben, da wäre aber halt die Frage, ne, das müssen wir da ganz schnell runterbekommen. Ach, machen wir, wie gesagt, können wir später noch Gedanken drum machen, was wir hinten hin machen, ob wir das hier offen lassen oder zumachen oder was wir hier hinbauen. Vielleicht bauen wir doch einen Eiffelturm hin. Oder den Fernsehturm.
Oder den Tokyo Sky Tower. Wofür ich sowieso eher wäre. Weil Paris und Deutschland interessieren mich nicht. Wenn ich hier ein Wahrzeichen hinbaue, dann eins aus Japan. So, sieht doch schon mal ganz schnick aus. So, jetzt kommt das Dach. Das Dach machen wir jetzt wie folgt. Ich habe nichts zu mehr. Hey, wieso habe ich hier noch Steine übrig? Habe ich was vergessen? Momentchen mal. Hä? Bin ich jetzt dumm? Habe ich mich verrechnet? Aber es waren noch 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und das viermal, ne? Oh, genau. Das viermal sind ja 56 und das mal 2, weil wir immer 2 Reihen hatten, müssten 112 gewesen sein. Wie hat sich denn noch so viele übrig? Keine Ahnung. Oder hat sich doch mehr gemacht als 112 und sonst 122? Obwohl, wir haben noch genau 20 übrig. Macht halt absolut keinen Sinn. Aber okay. Dann ist es so, dann können wir jetzt sogar noch zumachen. Erstmal, wie gesagt, später können wir wieder zur Not wieder aufmachen. Wenn wir hinten was hinbauen wollen. So, jetzt können wir ein bisschen weiter hochbauen. Easy. Weil wir müssen hier aufs Dach rauf, um das Dach zu bauen, ne? Das macht Sinn. So, wisst ihr, wir brauchen noch die Säge. Okay, folgendes. Also, wir haben eine Breite von 4 Infelder. Ach, das sind nur 3. Es sind gar nicht 4 Flächen, das sind nur 3. Oh, ja, das erklärt natürlich einiges. Ich habe irgendwie fest damit gerechnet, dass wir hier so 4 Flächen haben und nicht 3. Okay, gut. Das heißt, das Dach ist dann nämlich auch viel kleiner. Dann haben wir nämlich nur 3 mal 5 plus 4 plus die beiden äußersten. Das sind dann also 15, 19 und 21. Dachlänge. War das jetzt richtig? 15. Doch. Genau, 21. Ja, doch. So. Halt also 21 Länge und die Breite ist jetzt dann 4 plus nochmal 1, also 10 plus jeweils noch 2 auf beiden Seiten dazu, also 14. 14 mal 21. Machen wir einfach mal, ne, ein paar. Also erstmal doch Holz machen. So. 14 mal 21. Wir bräuchten ja quasi. Jetzt muss ich überlegen, wie dick machen wir das Dach? Doch, die wäre eine normale Decke, wenn ich immer jeweils zwei schräg gegeneinander stelle, müsste das passen. Okay, das heißt, wir brauchen also genau auch 14 mal 21 Blöcke. Jetzt muss ich mal kurz rechnen. 14 mal 21, das sind 294. Richtig? 294? Ach man, ich hab keinen Bock auf Rechnen, Alter. 21 mal 14. Ich schreibe es mal kurz auf. Weg mit dir. So. 21 mal 14. Das ist nichts anderes als 14 mal 10 mal 2 plus 14. Also, dann hier nur 9. Genau, 294. Ist doch richtig. Alter, das ist im Let's Play im Kopf rechnen. Da denkst du immer, du rechnest falsch. Vor allem, weil wir jetzt gerade komplett verkackt damit rechnen, ne? Na gut, ich meine, das Rechnen war ja richtig. Ich ging halt nur davon aus, dass wir 4 Flächen haben. Und nicht 3. Trotzdem schmälert das immer das Eigenvertrauen. Okay, das heißt also, wir brauchen knapp 300 Blöcke.
Dann machen wir einfach mal so, so, so. Sollte dann passen. Oder 294, doch, müsste, aber sogar schon ein bisschen Überschuss. So, und jetzt kommt, ich brauche 294 flache Schrägen und 294 erhöhte Schrägen. Hä? Lol, mit Shift zurücklegen geht auch nicht, dann verlieren wir die Dinger auch. Alter, man darf hier nichts automatisiert machen. Ist doch nicht mehr normal hier. So. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Genau, ich soll das hier runterstellen auf eine Zahl, die durch 294 durch 4 rechnen. Alter, jetzt bin ich gerade komplett brain AFK. Das wären ja 290, die 4 können wir vergessen. Das wären also 290 durch 4. Ich schaffe so ungerade Zahlen. Oh Ronny, das kriegst du hin. Das sind 290, 180, 100, 200, 195? Nein, 155, 145. Genau, 145 sind das. Und das nochmal durch 2 geht gar nicht. Ach komm, wir machen einfach hier volle Dinger. Schluss, basta. So, wir brauchen das einmal und dann. Ja, komm, gib her. Das einmal. Warum kriegen wir von denen jetzt weniger als. Das müsste doch genau genommen. Das müsste doch eigentlich genau aufgehen. Oder war das gerade kein 99er Stack? Das kann natürlich sein. Egal. So. Und so, genau, hier haut es mich jetzt genau hin. Ja, doch, dann war es, ja. Dann war das genau noch ein neues Stack. Aber ist ja auch gar nicht verkehrt, weil wir brauchen sowieso etwas weniger von diesen Dingern. Warum, zeige ich gleich. Erstmal mache ich die mal ganz kurz. So. Achso, siehst du, wir brauchen weniger von denen. Jetzt habe ich aber mehr von denen als von denen. Oh, dann, auch kein Problem. Oder? Oh Mann, 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 Mann. Also, was ich. Was. Okay, jetzt mal überlegen. So, auf den Dingern müssen. Also, jetzt auf den direkt auf diesen Balken aufliegen. Müssen jetzt diese dicken, weil wir davon nämlich mehr haben. Das heißt, du müsstest dann. Ja, danke dafür. Du musst dann so sein, genau. Und jetzt kommt dann. Jetzt kommst dann du daran. Dafür muss ich dich aber umdrehen. Das heißt, du kommst erstmal daran, dann kommst du hier umgedreht ran. So ungefähr. Und dann kann ich von oben die flache Schräge ranbauen. Ist das jetzt korrekt so? Perfekt. Es ist ein Wunder, es ist perfekt, Tomato. So, das müssen wir jetzt hier mal abwechselnd machen. Das heißt, boah, Alter, ich bin gerade. Doch, genau. Wir bräuchten hier jetzt halt noch direkt so eine. Vollblöcke. Ich mach mal hier noch ein paar. So, 40. Alter, die Wahl, Alter. War Dachboden schon immer so anstrengend? Oder bin ich heute einfach nur dumm? So, jetzt kommt hier in die Schräg, genau. Heißt also, jetzt kommt hier doppelt so hoch. Jetzt kommt es ganz, ganz dicke. So, und hier sind wir jetzt genau über der Mitte drüber. Genau, über der Mitte drüber ist das jetzt wieder flacher. Na, war klar. So, sehr schön. Das gleiche ist auf der anderen Seite auch.
Doch. So und so. So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. So, so. Perfekt. Okay. Du kommst darauf, du kommst da, du kommst da, da, du kommst da, du kommst da und da und da, du kommst da, da und du da und du kommst dann noch einmal hier unten hin. Erde hatte ich keine mehr. So. Den nehmen wir halt dich. Danke dafür. Ich komme gleich ran. So, und jetzt von unten gegenbauen. Perfekt. Oh, scheiße. Oh, nö, ne? So, kommst du mal nach da und du nach da. Jetzt kommst du wieder weg. Hier habe ich den dann schon abgebaut, genau, sehr schön. So, jetzt montieren wir die kleine Schräge auf. Und jetzt können wir das Dach eigentlich auch genau so durchziehen. Sehr schön. Das heißt, ja, ihr müsst hier wieder weg. So, jetzt kommt das Replacement Tool zum Einsatz. Einmal kopieren, einmal einfügen und einmal langziehen. Und jetzt geht nicht runterfallen. Ja, das war ja gerade schon wieder. Nice. So, jetzt müssen wir hier nämlich auf paar. Hier nämlich aufpassen, so, das kommt jetzt daran und das müsste mich von unten aber erstmal so ein Gegenstück gesetzt werden. Kann ich das hier von hinten kopieren? Genau, das kann ich von hier kopieren. Boom, kommt nämlich so erst das Ding ran und erst danach kommt dann die anderen Dinger ran. Also dann um drauf. Oh, Alter. Boah, ey, Dachbau für fortgeschritten, aber wer jetzt halt nicht von innen bauen können, ne? Weil da alles voll gebaut ist. So, und den hier außen auch noch einer ran. Das muss auf der anderen Seite übrigens auch gemacht werden. Das darf ich nicht vergessen. Und dann machen wir das am besten gleich auf allen zweiten Dingern, weil das muss ja überall dann so gemacht werden, ne? Auf jedem zweiten. Also auch da dann. Das könnte ich aber runtergehen, sehr schön. War gleich viel angenehmer. Ups, das war jetzt ein Vorführeffekt. So. Alter, Dachbauen hier, ey, das ist ja schön. Sehr, sehr schön. So, und jetzt hier nochmal genau das gleiche. So, hier kann ich mich jetzt nicht irgendwie lang hangeln. Weil die Shift-Taste kann ich ja nicht benutzen. Oder die Schleichtaste kann ich ja nicht benutzen. Da ich das ja damit in das Werkzeug. Danke dafür. So. Doch, also von der Farbe her passt das Dach auf jeden Fall. Das sieht gut aus. So, und jetzt muss ich das genau noch mal andersrum auch machen. Das heißt, muss ich dich kopieren und dann doch einfügen. Moment, habe ich es eigentlich da hinten auch gemacht? Nee, habe ich es noch vergessen. Ich muss es ja auch noch eingefügt haben. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, ne? Och, Leute. Och, Leute. Was ist los mit euch? Danke. Och Leute. Och Leute. Ist doch nicht mal normal hier. Was ist denn hier los?
So. Nee, das geht so nicht. Okay, einmal komme ich drauf und dann halt nie wieder. was genau? Hier, das hier. Das muss ich hier auch nochmal machen. Dann nochmal kopieren und dann hier nochmal einfügen. Das hätte ich ja beinahe vergessen. Hä, was ist das? Ist das doch richtig? Wow, nicht runterfallen. Alter Schwede. Ich schaff das. Oh wow. So. Jetzt können wir noch weitermachen. Puh, meine Finger werden langsam taub hier. So. Können wir hier auch gleich mal einfügen? Wenn ich schon mal hier bei gerade bin. Eigentlich kann ich das doch auch gleich erst hier einfügen. Kann ich mich nämlich an den Ding ranlehnen. Das macht das Ganze etwas einfacher. So, du musst bitte wieder weg. Und jetzt wollte ich einfach nur noch nach hinten laufen. Dann habe ich eine automatische Führung. Perfekt. Die ist doch gleich viel einfacher. Wenn man eine Führungslinie hat. Gleich habe ich jetzt hier, weil hier habe ich jetzt auch eine Führungslinie. Das heißt, ich kann hier auch einfach wieder einfügen. Sehr schön. So. Schubs da hups. Hier fehlt noch. Und jetzt hier oben noch die Linie. Hier muss ich leider wieder per Hand machen. Hier gibt es keine Führungslinie. Hier gibt es bloß ein Führungszeugnis. Kann ich auch so machen. Ich hasse dich. So, und du bitte da. Und eins fehlt noch. Hier außen. Sehr schön. So, jetzt fehlen nur noch die kleinen Schrägen von unten. Von unten fehlt halt noch alles. Aber erstmal geht es von unten und die mache ich am besten von irgendwas, wo ich die gegenbauen kann. Hier zum Beispiel. So, kleine Schrägen. Danke, danke. So rum. Genau, doch richtig. Und einmal kopieren. Also ich muss das aufs Dach. Komm, ich mache mir einfach hier eine Treppe hin. Das ist ja. Kriegst ja eine Krise. So, hier komme ich wenigstens rauf, hoffentlich. So, da. Da. Hallo, kommst du mal bitte mit hier? Was ist denn los mit dir? Sehr schön. So, und das kommt jetzt einmal hier eingefügt. Ist das richtig? Ne, hier unten eingefügt, genau, da. Ja, perfekt. Hallo, komm. Ein braves Kind und wirklich so. Jetzt hier kann ich mich natürlich nicht runterhangeln, das heißt, ich muss wieder manuell. Das Ganze machen. Und so, jetzt geht nicht runterfallen. Sehr schön. Jetzt gleich erstmal auf der anderen Seite. Brauche ich auch erstmal eine Kopiervorlage. Da. Und da. Und da. Und weg damit. So, du kommst dann so gebaut. Schwupps da wupps. Dann einmal kopieren. Und einmal abbauen. Und fertig. Nein, dann kriegen wir heute sogar noch das Dach fertig. LOL. Ich meine, klar, ich muss jetzt natürlich wieder ein paar Überminuten machen, aber pff,
die paar Minuten, die gehen halt voll auf den Sack. Eben nicht, die gehen mal am Sack vorbei. Und von oben die Dinger rauf machen ist ja eine Leichtigkeit, das geht ratzfatz. Das ist. Weil da können wir dann direkt darüber langlaufen und damit haben wir dann ja quasi. Na, ist das schon, wie ich meine. Hoffe ich mal. So, und hier haben wir wieder eine Führungslinie, geht also auch ratzfatz. Ist doch geil und Mato. Genau. So. Schwuppsdawupps, schwuppsdawupps. So, und jetzt kommen bloß noch die kleinen Dinger rauf. Das heißt, ich muss dich einmal kopieren. Dann. So. Immer schön einfügen. Und nicht daneben bauen, wenn es geht. Ist davon um bis Baum geht ratzfatz. Ist keine hohe Kunst. Nur dabei nicht runterzufallen, das ist ja wiederum eine hohe Kunst. Gut, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Witzig, dass es hier immer eine andere Form hat. Dadurch werde ich immer gewarnt mit Achtung, gleich das Ende. Das ist ganz witzig. Oh, hier fehlt eins. Oh, hier fehlt alles. Was habe ich denn hier gemacht? Lol. Da war ja einer nicht sehr, ne? Aufmerksam. Ja, apropos aufmerksam, ich sag mal so, Bildungsniveau nicht erreicht. So. Ja, hier fehlt einfach alles. Sehr interessant. Dann muss ich einmal von hier nochmal alles kopieren. Na. Ich kopiere nicht einfügen. So, das sind jetzt die inneren. Aber jetzt habe ich auch noch. Ich runterfallen hier. Also einmal zum Beispiel. Du. Ist das richtig? Ist das richtig? Das ist nicht richtig, ne? Das ist nicht richtig. Da fehlen die ja auch alle. Was mache ich denn hier für einen Scheiß? Oh, ich weiß nicht mehr, ob das richtig ist. Ne, ist das nicht richtig. Doch, es ist richtig. Ist es richtig? Nein, ist nicht richtig. Doch, es ist richtig. Ist es richtig? Sieht so aus. Doch, ist richtig. Aber hier fällt ja auch alles. Guck mal, da ist auch überall Lücken. Ja, was mache ich denn hier? Ach, Leute. Ihr macht mich gaga. Hier ist alles fertig. Hier ist alles richtig gemacht. Aber drüben habe ich einfach gar nichts gemacht. Ist ja schon wieder ein Träumchen hier. So, du musst nach da. Du musst dahin. Okay. Das kann ich jetzt nochmal mit den dicken Dingern. Auf der Seite hier. Kopieren, dann einfügen. Man sollte aber alles da sein, was gebraucht wird. Genau. Genau. Hier einmal muss ich. Da muss ich immer hochspringen. Perfekt. Sieht das richtig aus? Ja, sieht richtig aus. Okay. Ach, hier fehlt auch noch eins. Schau mal an. Alter, das ist ja hier. Ist ja Fusch beim Bau hier Extreme Edition. Was passiert denn hier? So, hier ist aber alles richtig, ne? Ja, auf der Seite habe ich alles richtig gemacht. Leute, schickt das Arbeitsamt. So. Gut, dann jetzt nochmal. Wo war ich gerade? Genau, jetzt war ich. Hier. So, ich sehe erstmal. Das da. Das da. Mache ich erstmal die Endseite hier fertig. So, hier ist jetzt alles. Genau. Kann ich jetzt hier nochmal einfügen? So, hier ist jetzt auch alles. Genau, sehr schön. Okay, die Dachseite ist fertig. Jetzt kommt die andere noch und dann haben wir es mit gerade mal 5
Minuten Überziehung ungefähr. Keine Ahnung, geschafft. Och Mann, oh. Geschafft. Wobei ist hier noch Lücke? Hier war eine Lücke. So. So. Damit ich das Ganze nicht nochmal vergesse. Okay, okay. Bin ich ja mal gespannt. Gut, die Kleinen dürften auf jeden Fall reichen. Das Schöne ist, wie gesagt, die können wir ja rekombinieren. Okay. Yay, gleich haben wir es geschafft. Boah, Alter, Digga, was ist denn hier los? Alter, ich schlacke hier. Ach ja. Ist ja schlimm. Da ist wohl die Kollisionsbox nicht ganz sauber gedingstert. Yay, das ist doch fertig! Woo! Kann ich mal gucken, wie es von außen aussieht? So. Von hinten sieht geil aus. Die Frage ist von vorne. Sieht geil aus. Easy. Sehr schön. Von innen sieht auch geil aus. Oh, ist doch schön. Gut, jetzt hier drinnen könnten wir noch ein bisschen Verstrebung machen irgendwie. Das sieht doch ein bisschen kahl aus vielleicht, die Decke. Ist ein bisschen glanzlos. Aber so vom Großen und Ganzen ist doch geil geworden hier. Richtig schön. Betonboden. Ist doch schnieke. Gut, dann rekombinieren wir jetzt hier mal die Dinge, die noch übrig geblieben sind. So viel ist es ja zum Glück nicht. Oh, haben wir noch 80 über. Achso, die kann ich ja auch hier, ne? Die kann ich ja genau. Und das kann ich die wieder genau. Und da passt doch perfekt. Sehr schön. Achso, okay. Okay, okay. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns den morgen wieder. Erstmal Feld bestellen, wenn ich dran denke. Und ansonsten fangen wir dann vielleicht, wenn ich dran denke, da hinten mal hier die Weg an, da hinten das Ding da zu bauen. Mal gucken. Alter, ich bin in letzter Zeit so, ne, jetzt wo wir mit die ganze Zeit nur noch Creative Server spielen, hintereinander weg, merkt man wird viel produktiver. Ist ja schlimm, wir gehen ja bald die Inhalte aus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bauen soll. Naja, vielleicht mache ich dann irgendwann mal einen Break, also eine Pause, weil jetzt ist ja derzeit so, dass ich quasi 3 Wochen im Voraus aufnehme. Deswegen mache ich dann vielleicht mal 2 Wochen Pause, damit ich quasi immer die Woche aufnehme, die dann auch kommt. Und dann könnt ihr ja quasi jetzt sogar schon anfangen, in die Kommentare zu schreiben, was ihr noch so alles gerne haben sehen würdet bei dem Dingsabumster, was ich so bauen könnte. Und dann, ja, kann ich das dann auch mal bald mal berücksichtigen. Ne? Sonst geben wir sogar schon fast bald die Inhalte aus. Weil ich meine, wir haben jetzt einen Torbogen, wir haben Bahnhof, wir haben Feld, wir haben Häuschen, wir haben Beete massig, wir haben Wege massig. Ich habe sogar einen Hauptanschluss, einen Wegeanschluss zum Hauptweg, so rum. Ja, deswegen, also, wie gesagt, ich will noch eine richtig schöne große Mine ausbauen. Also jetzt, ne, also keine Mine bauen, in dem Sinne, dass ich einen Schacht ewig weit tief in den Boden baue. Aber zumindest so zum Mineneingang, so an eine Art Höhleneingang will ich richtig schön ausbauen. Funktionell benutzen werden wir die wahrscheinlich nicht, weil wir haben bereits eine große Höhle. Vor allem werde ich mich nicht mal, weil der Eingang, der soll richtig schön breit werden und richtig schön ein bisschen höher. Und so ein Ding zum Beispiel nicht nochmal hier bis ne, minus 100. Ich weiß noch damals auf unserem Vanilla-Server, ne, das Vanilla-Server-Let's Play, wo ich diese Höhle da gebaut habe. Richtig schön sauber flach runter, 5 Blöcke breit oder so. Der hat aber ewig gebraucht, um da überhaupt mal ein bisschen weit runter zu kommen. Das ist ja. Deswegen, also wenn wir nochmal so ein Ding machen, dann halt rein dekorativ, aber nicht funktionell, weil eine funktionelle Höhle, Mine haben wir ja. Genau. Ja, von daher würde ich mal sagen, schau mit V.
Genau.